Hallihallo, ihr Lieben da draußen. Hier ist die Andrea vom Liebeskartenblick von andreawirk.com. Heute ist mal wieder Sonntag und deswegen habe ich heute die sonntagliche Auswahl, Kartenlegung für euch, um in eure Liebesgeschichte hineinzuschauen. Wenn du Lust hast, darfst du natürlich mitmachen. Und wie immer ist es zeitlos, wie immer. Darf jeder mitmachen, der mitmachen möchte, egal in welcher Situation er ist. Erstmal, die Situation werden wir dann so ein bisschen innerhalb der Legung ermitteln. Und wie immer habe ich drei Stapel, was jeweils ein Tarot-Deck ist. Und wie immer habe ich auch das Thema. Und das Thema heute ist, wie geht's weiter? Ja, wie geht's weiter in deiner Liebesgeschichte? Dazu müssen wir natürlich erstmal so ein bisschen die Situation ermitteln und dann gucken wir, wie es weitergeht. Das können Möglichkeiten sein, es können Hindernisse sein, es können, ja, es ist einfach eine Tendenz. Schauen wir einfach mal, was los ist. So. Ja, und wie immer habe ich, ja, wie gesagt, drei Tarot-Decks. Heute habe ich lauter Pip-Decks, nennt sich das. Das sind keine Situationen in den Bildern, sondern einfach nur, naja, es sind aber schon auch ein paar, man kann da was rausholen. Der Stapel Nummer 1 ist das Tattoo-Tarot, der Stapel Nummer 2 ist das, antike anatomische botanische Tarot. Ich habe es jetzt mal auf Deutsch gesagt, das ist jetzt aber auf Spanisch. Und hier haben wir das italienische Tarot, das Naibi di Giovanni Vercetta Tarot von 1993. Also, lauter, wir sind heute multinational, das finde ich sehr gut. Also eins, zwei oder drei, du darfst dich jetzt entscheiden, wenn du an dem Thema interessiert bist. Du bist herzlich eingeladen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, hast du jetzt genug Zeit gehabt, um auszusuchen und dann machen wir jetzt weiter. Ja, und da haben wir hier jetzt das Tattoo-Tarot. Und dann fragen wir mal das liebe Tattoo-Tarot, was es uns denn heute sagen möchte oder dir sagen möchte, lieber Stapel Nummer 1. Also, Mensch vom Stapel Nummer 1. Ja, wie es denn jetzt so in deiner Liebesgeschichte weitergeht? Was ist die Tendenz? Auf was darfst du achten? Was ist los? Die wollte raus hier. Die hat sich rausgeschoben. Ist das eine? Ja, die sind etwas dicker. Ja, und ja, genau, was ist los? Was ist da für eine Tendenz? Was hast du vielleicht für Möglichkeiten oder was sind da für Hindernisse, wie auch immer. Und du darfst jetzt wie immer genau hineinspüren, ob das mit deiner Situation hier, mit deiner Liebesgeschichte konform geht oder ob du auch einfach nur ein bisschen Input rausholen kannst. Manchmal nimmt man ja auch nur ein bisschen Input mit. Und wenn das aber nicht so ist, wenn du merkst, das ist es gar nicht, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen. Und wichtig wäre jetzt wirklich auch nicht, die Dinge reinzupressen oder überinterpretieren oder sonst irgendwas. Wenn es nicht passt, passt es nicht. Ja? Okay, ich muss hier noch ein bisschen hoch, sonst sieht man das wieder nicht alles. So, wir gucken mal, was denn so im Jetzt ist. Wow, wir haben ja den König der Kelche. Wir haben den König der Kelche. Was war denn so in der nahen Vergangenheit? Der Gehängte. Was ist in deinem Energiefeld? Die Königin der Kelche. Das ist jetzt interessant. Wir haben hier ein Paar aus der gleichen Farbe. Das heißt für mich auch immer, dass es eine tiefe Verbindung ist. Vielleicht sogar auch eine Seelenverbindung. Wir haben die Vier der Stäbe, was hier unten so ein bisschen versteckt ist. Die Sechs der Münzen als Herausforderung, als Möglichkeit, den Ritter der Münzen und so kann es dann weitergehen mit dem Herrscher. So, was haben wir hier noch? Wow, die 10 der Kelche und die 9 der Schwerter, das ist interessant. Das ist so ein bisschen euer Thema. Also, ich würde sagen, wir haben hier ein Paar, wobei das ja im Energiefeld ist. Also, hier ist ein Mensch.
Hier ist ein Mensch, der seine Gefühle nicht zulassen kannst. Und das ist höchstwahrscheinlich du. Das wird hier auch wunderbar mit der 10 der Kelche und der 9 der Schwerter dargestellt. Hier ist ein Mensch, der viele Gefühle hat für jemanden, aber es wird nicht so gezeigt, weil man vielleicht im Kopfkino ist. Und es ist eine gegenseitige Geschichte, das sagt mir die 6 der die 6 der Münzen. In der Vergangenheit war es so ein bisschen so, dass du festhingst, dass du vielleicht auch in so einer Art Opferrolle bist, warst, oder vielleicht geht das jetzt auch noch in die jetzige Zeit mit rein, deswegen kannst du vielleicht deine Gefühle auch nicht zeigen. Vielleicht sind das aber auch noch alte Geschichten. Das muss jetzt nicht unbedingt mit diesem Menschen zusammenhängen, der in deinem Energiefeld ist. Also ich mache jetzt hier keinen Unterschied zwischen Männlein und Weiblein. Ja, du kannst jetzt, wenn du jetzt weiblich bist und du einen männlichen gegenüber hast, dann macht das nichts, dass hier jetzt eine weibliche Person ist. Ja, also das ist für mich einfach nur die Energie, ja, nicht das Geschlecht. So, es ist aber eigentlich, die Situation ist aber eigentlich positiv, ja, die Situation ist positiv in deiner Liebesgeschichte. Wenn du jetzt natürlich in der Liebesgeschichte bist, wo deine Situation nicht positiv ist, dann ist es nicht deine Legung. Ja, nicht, dass dann wieder Kommentare kommen, ja, aber ich habe doch dem gesagt, er soll verschwinden, bla bla bla. Wenn es nicht eine positive Geschichte in deiner Liebesgeschichte ist, dann ist es nicht deine Legung. Was in deiner Liebesgeschichte nicht positiv ist, ist, dass hier jemand, oder dass sie nicht wirklich gelebt wird, sagen wir es mal so. Die Gefühle werden nicht gezeigt, vielleicht sogar auch von beiden Seiten nicht, ja. Aber die Verbindung ist wundervoll, ja. Die möchte gelebt werden hier mit der 4 der Stäbe. Aber wie gesagt, in der nahen Vergangenheit, was jetzt so in die Zukunft, was jetzt noch so in die Gegenwart, da ist, da, die Verbindung hängt wahrscheinlich fest, wenn da eine Verbindung ist, ja. Oder es muss nicht eine Beziehung sein. Also es kann sein, dass es ein Mensch ist, den du noch gar nicht getroffen hast oder in den du nur verknallt bist oder für den du Gefühle hast oder den du vielleicht auch nur energetisch wahrnimmst, weil dieser Mensch ist ja hier in deinem Energiefeld. Und das, deswegen war das für dich so in der Vergangenheit, du wusstest jetzt irgendwie nicht, was du tun sollst. Ja, du hängst fest und du bist vielleicht auch so ein bisschen in der Opferrolle gewesen. Und die Herausforderung ist jetzt, auf den anderen tatsächlich auch zuzugehen. Das ist hier wunderbar mit dem Brief dargestellt. Das finde ich unheimlich schön an diesem Deck. Wirklich auch auf Augenhöhe zu gehen mit dem Gegenüber und mit ihm einfach, ja, sich auszutauschen. Ja, hier wird ja auch was ausgetauscht. Hier wird natürlich eigentlich normalerweise Geld ausgetauscht, aber hier geht es für mich auch um den Austausch, der mit Worten oder meinetwegen auch mit Blicken oder was auch immer. Das ist für dich die Herausforderung, diesem Menschen, und das ist ja für mich die Augenhöhe-Karte, in die Augen zu schauen, vielleicht auch einfach nur, ja. Weil wenn man jemand in die Augen sieht, wo die Verbindung ganz tief ist, dann sieht man die Seele des anderen. Das sagt man immer so, ich sehe dich. Das ist dann immer so dieses, ich sehe dich. Vielleicht brauchst du ihn einfach nur in die Augen zu schauen, ja, dem Gegenüber. Und ich meine, vielleicht ist das auch der Gegenüber und du bist es gar nicht und dann ist einfach wirklich auch nur die Liebe in, weil hier ist nämlich, die Person guckt nämlich weg, ja. Also entweder ist es so, dass du dich nicht traust, da jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen, oder dein Gegenüber traut sich nicht, ja, aber im Prinzip, und deswegen hängt die Verbindung fest. Im Prinzip ist alles gut. Und es kann super genial weitergehen. Ja, das ist hier die Möglichkeit. Und das ist der Bube der Münzen. Und der Bube der Münzen hält den Samen hier mit dem Diamanten in der Hand. Ja, und hat sich hier sogar auch noch eine Rose tätowiert. Und die Rose steht für Liebe. Und er möchte. Die Möglichkeit ist wirklich, dass eure Liebesgeschichte wachsen kann. Ja, sie kann wachsen. Die Möglichkeit ist da. Und sie wächst wahrscheinlich auch langsam, weil der Bube der Münzen ist einer der das ist eine langsame Energie. Die Kelche sind auch eine langsame Energie. Und die, ja, hier ist ja auch nochmal Münzen. Die einzige schnelle Energie, die ein bisschen schneller ist,
sind die Stäbe, aber das ist versteckt, das wird überhaupt noch nicht gezeigt. Das will aber raus. Hier haben wir auch einen Diamanten, ja? Wir haben hier zweimal den Diamanten, was für mich auch bedeutet, es ist was Wertvolles, ja? Und der Herrscher sagt mir, als Ergebnis oder wie geht's weiter, diese Verbindung kann wirklich in eine Beziehung gelebt werden, weil der Herrscher ist ja letztendlich auch die Nummer 4 und die Nummer 4 ist eine Zahl, die einen sicheren Rahmen gibt, ist ja hier auch mit den 4 der Stäben angezeigt, ja. Und ja, diese Verbindung kann eine Struktur bekommen und gefestigt werden, in eine Beziehung vielleicht sogar auch. Und die Liebe ist da, ja, und das ist ja hier eigentlich auch die Familie, ne? Die Seelenfamilie. Also hier ist schon eine Verbindung, die tief geht, und vielleicht werden deswegen die Gefühle auch nicht in dieser Art und Weise gezeigt, wie sie gezeigt werden sollten, vielleicht, wenn man so viel Liebe hier liegen hat. Und hier auch die Augenhöhe ist auch nochmal ganz wichtig für mich. Und das bedeutet ja letztendlich auch gegenseitige Liebe. Also hier ist auf alle Fälle eine gegenseitige Liebe, die im Moment nicht in der Form gelebt wird, dass es eben in einer Beziehung gelebt wird. Die Möglichkeit ist aber da, die Liebe ist da, und es gilt jetzt einfach, sich frei zu machen hier mit der 9 der Schwerter, ja. Die 9 der Schwerter ist so ein bisschen Kopfkino, ja. Man hat Angst, dass man vielleicht nicht genügt, oder man hat Angst, es könnte schief gehen. Und das ist letztendlich hier auch der Gehängte. Ja, deswegen hängt die Verbindung fest. Keiner traut sich so richtig, die Gefühle zu zeigen. Ach ja, so, ich habe hier noch Lenormand-Karten, die so ein bisschen auf alt gemacht sind. Vielleicht sagen die uns noch was. Möchte eine raus oder zwei? Mal gucken. Hier haben wir eine. Hier haben wir eine. Okay. Wir haben ja den Turm, wir haben die Frau und wir haben den Hund. Und die Tu Frau guckt in den Turm. Also die Frau ist in dem Fall der Fragesteller. Ich mache da jetzt auch gerade keinen geschlechtlichen Unterschied, ja. Und das sagt mir, dass wirklich. Und der Hund geht in die andere Richtung. Die Frau, die guckt zum Turm, was mir so sagt, also die Gefühle, also sie sperrt sich noch ein, also du sperrst dich vielleicht wirklich noch ein bisschen ein, oder auch dein Gegenüber kann natürlich jetzt auch sein. Du kannst es für dich jetzt so lesen, wie du magst, aber hier ist der Hund, und der Hund ist für mich bedingungsfreie Liebe auch, und natürlich Freundschaft und vielleicht und natürlich auch Treue und diese Geschichten, ja. Und der Hund läuft aber in die andere Richtung. Der Hund möchte eigentlich raus aus dem Turm. Ja, vielleicht ist hier auch ein Zwiegespalten sein. Das würde auch die Neun so ein bisschen darstellen. Es ist jetzt ganz wichtig, aus dem Versteck rauszukommen und auf den anderen zuzugehen. Und vielleicht ist es ja auch ein Freund. Ja, das könnte auch noch sein. Es muss jetzt nicht jeden betreffen. Vielleicht ist es ein Mensch in deinem Leben, wo du schon eine freundschaftliche Verbindung hast und du merkst, oh, das sind größere Gefühle, aber dann ist es auch so, dass der Gegenüber auch diese größeren Gefühle hat. Und bei einer freundschaftlichen Ebene ist es natürlich immer schwierig, dann auf eine romantische Ebene zu gehen, ne? Auf eine romantische Liebesgeschichte. Das kann ich natürlich verstehen. Das könnte halt auch ein Thema sein, das muss es aber nicht. Also, wenn das dich jetzt anspricht, dann ist das dein Thema. Aber wenn es jetzt nicht so ist, dann bedeutet es eigentlich eher, dass du jetzt wirklich auf den anderen zugehen solltest. Ja, und dann kann auch was Schönes daraus werden. Ich habe jetzt noch das Amor et Psyche Orakeldeck rausgeholt und will auch noch mal wissen, ob es hier auch noch irgendeinen Input gibt. Vielleicht fällt ja noch eine raus. Die wollte noch raus. Eine nehme ich noch, wenn noch eine kommt.
Nee. Okay. Was haben wir jetzt hier? A Beautiful Face. Die 3, das ist aus der ersten Kategorie, das heißt in der Zeit, wo man sich kennenlernt, ja. Die 7 ist die Soft Whisper, ist auch aus der Zeit, wo man sich kennenlernt. Und die Doubt and Indecision, das weiß ich gar nicht, ob das jetzt schon die andere Phase ist, weil das Deck ist in 3 Phasen aufgeteilt, also Zweifel und nicht, also dass man sich nicht entscheiden kann, jetzt fällt mir das deutsche Wort, das heißt sanftes Flüstern, und hier haben wir das Beautiful Face. Also ich habe jetzt mal schnell geguckt, in welcher Kategorie. Das ist alles aus der ersten Kategorie, wo man sich kennenlernt, ja. Und das ist jetzt echt spannend. Und ich glaube, diese Legung gilt auch hauptsächlich für Menschen, die eben, wo diese Liebesgeschichte noch am Anfang ist, ja, wo es eben darum geht, es eben auch zu verfestigen. Und hier, wir haben ja 2 Karten hier versteckt und auch im Ergebnis sozusagen, also in der, wie geht's weiter? Dass es sich verfestigen kann, ja. Und hier haben wir aber Karten, die sagen, hier haben wir einmal den Zweifel und dass man sich nicht weiß, wie man sich entscheiden soll. Also ihr seid beide wahrscheinlich im Zweifel und ihr wisst nicht, wie ihr vorgehen sollt. Dann haben wir hier das sanfte Flüstern. Vielleicht gibt es immer mal ein Zeichen, sage ich mal, und dem traut man nicht, ja. Man ist vorsichtig mit dem, was man sagt. Und manchmal sagt man vielleicht aber doch mal was und dann tut der andere das aber aus Zweifel vielleicht nicht richtig einordnen können. Ja, so würde ich das jetzt mal interpretieren. Und die Beautiful Face sagt mir, es ist nicht wichtig, jetzt sich unbedingt schön zu machen. Oder ne, es ist natürlich klar, wenn man sich kennenlernt, da will man sich natürlich von seiner besten Seite zeigen. Eine Frau wird sich dann eher schminken und die Haare machen und der Mann guckt vielleicht, dass er was ordentlich anzieht und sich mal geduscht hat oder sowas, weiß ich, oder rasiert hat oder keine Ahnung, oder den Bart geschnitten hat. Und das ist aber gar nicht wichtig. Wichtig ist jetzt, in die Klarheit zu kommen. Wichtig ist, das, was zwischen den Worten geflüstert wird, auch zu verstehen und dann eben sich auch zu entscheiden, ja. Und das drückt auch so ein bisschen hier die 9 der Schwerter aus, ja. Man ist vielleicht zu sehr im Kopfkino, man traut der ganzen Geschichte nicht und deswegen hat man sich hier eingesperrt. Aber die Liebe ist da und sie möchte gelebt werden. Also deine Liebesgeschichte kann wundervoll weitergehen, wenn ihr beide euch öffnet. Einer von euch beiden sollte jetzt wirklich einen größeren Schritt machen. Beziehungsweise du als Zuhörer solltest vielleicht wirklich aus den Zweifeln rausgehen, weil hier ist eine gegenseitige Liebe, ja? Okay, das ist die Legung. Vielleicht ist es sogar auch eine Seelenverbindung. Da möchte ich mich jetzt aber nicht hundertprozentig festlegen. Das wirst du selber wissen, wie tief diese Geschichte ist. Es ist schon eine tiefe Geschichte, ja, das kann ich schon sagen. Also, wenn du hier mit konform gehst, dann ist das wunderbar, dann freue ich mich. Wenn du nicht damit konform gehst, dann macht es nichts, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung. Wenn du noch eine Frage hast, dann darfst du mich gerne fragen. Wenn du noch eine private Lesung von mir möchtest, darfst du mich gerne anschreiben. AndreaWirk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer, da findest du meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Threema. Und du darfst mich über eine von diesen dann anschreiben, ja? Okay, ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir wirklich alles Liebe. Hier ist ein Riesending, ein Riesenpotenzial. Also trau dich und sei nicht im Zweifel. Tschüss! Hallo ihr Lieben vom 2. Stapel. Das ist jetzt das antike, anatomische, botanische Tarotdeck. Das ist ein bisschen mit, es ist halt anatomisch, ja, da sind dann natürlich auch eher Skelette und Totenköpfe und was weiß ich, ein Herz oder ein Muskel oder sowas drauf. Ne? Das einfach nur zur Information. Aber es ist ein unheimlich schönes Deck mit einer wirklich tollen Energie. Und ja, und das fragen wir jetzt mal, was denn bei dir los ist, beziehungsweise wie es weitergeht in deiner Liebesgeschichte.
Ja, und ob er uns das Deck ein paar Hinweise gibt, was dann vielleicht, ja, wie der Stand eigentlich auch erstmal ist. Es ist auch wichtig zu ermitteln, wie der Stand gerade ist und dann, also der Stand der Liebesgeschichte und ja, was es für Möglichkeiten vielleicht auch gibt und für Herausforderungen und wie es denn so weitergeht. Und du spürst bitte genau hinein, ob es deine Legung ist, ob deine Situation reinpasst, ob du damit konform gehst oder ob du vielleicht auch einfach nur ein bisschen Input rausholen kannst. Und wenn du merkst, hier geht gar nichts, ja, das ist überhaupt nicht deine Legung, dann leg sie weg und press nichts rein und interpretier nichts rein. Wenn sie nicht deine Legung ist, ist es nicht deine Legung, gell? Genau. Weil, ja, gucken wir mal, was los ist. Das ist das Jetzt. Wir haben die vier der Elixiere. Cord Tonic, Arsenic, Morphine. Okay, also hier ist so ein bisschen eine Komfortzone, die noch nicht so ganz durchbrochen wird. In der nahen Vergangenheit haben wir den Tod. In deinem Feld ist die Welt. Das ist ja jetzt spannend. In dem Feld ist die Welt und die Nahvergangenheit, da ist was zu Ende gegangen. Und wir haben hier als ein bisschen versteckt den Caballo de, also wir haben den Ritter der Kelche. Wow, das ist spannend. Das ist sehr, sehr spannend. Wir haben die Sechs der Kelche, der Elixiere, als Herausforderung, als Möglichkeit die Drei der Elixiere. Wow, Bliss, Joy, Love. Wow, auf den Flaschen steht auch immer noch was. Und als Ergebnis haben wir den Buben der Stäbe. Ja, jetzt gucken wir mal, was wir hier noch haben. Wir haben hier das Gericht und wir haben auch hier den Herrscher. Wow, sieht man denn alles? Ich muss gerade mal gucken. Okay. Ja, also, ich würde sagen, in der nahen Vergangenheit ist bei dir was zu Ende gegangen in deiner Liebesgeschichte, ja. Es ist was zu Ende gegangen, vielleicht hast du eine Verbindung beendet, vielleicht geht dein Single-Sein gerade zu Ende, also es ist jetzt gerade so passiert, ja. Vielleicht, es ist was zu Ende gegangen, was du aber noch nicht so ganz loslassen kannst, weil es noch in deine Komfortzone gehört, ja, weil es einfach auch schwierig ist, klar, wenn man sich zum Beispiel von jemandem getrennt hat oder getrennt wurde, dann schmerzt das, dann ist man noch in der, ne, da ist man noch in diesem, ja, in diesem Ding drin, sage ich mal, oder wenn du jetzt dein Single-Sein aufgibst, dann bist du auch noch im Single-Sein so ein Stück weit drin, ja. Fakt ist aber, dass du das, was vorbei ist, ad acta legen solltest und das, was hier nämlich reinkommt, und das ist der Ritter auf dem weißen Pferd, der sieht hier zwar ein bisschen anders aus, aber das ist der Caballo de Copas, also der Ritter der Kelche und der bietet dir was, was du im Moment noch nicht annimmst, weil du noch in deiner Komfortzone bist, weil du vielleicht das Alte noch nicht hundertprozentig losgelassen hast. Es ist natürlich immer wichtig, dass man auch wirklich das Alte loslässt, deswegen nimm dir ruhig auch die Zeit. Ja, in deinem Feld ist die Welt und die Welt ist die Welt. Ja, die Welt ist toll, die Welt ist die Vollendung. Also hier kann wirklich was Großes, Neues entstehen. Ja, dir wird die Welt wird dir zu Füßen gelegt sozusagen. Hier haben wir auch das Gericht und wir haben den Herrscher. Also hier ist auch ein Mensch eigentlich, der Herrscher. Ja, und vielleicht darfst du jetzt wirklich aus deinem Sarg hier mal rausgehen und dich wirklich ganz und gar auf das einlassen, was hier gerade in deinem Leben geschieht. Weil das ist schön, das ist gut, das ist nämlich eine Seelenverbindung, ja, oder eine ganz tiefe, ganz tiefe Verbindung. Und du hast da wahrscheinlich noch ein bisschen Angst, dich drauf einzulassen. Vielleicht hattest du auch noch nie so tiefe Gefühle. Weil eine Seelenverbindung ist natürlich eine Verbindung, wo man sehr tief fühlt. Das sage ich immer wieder und das verwirrt. Und man spürt den anderen so nah, auch wenn er vielleicht, weiß ich nicht, ganz weit weg ist und man noch gar nicht mit ihm kontaktiert wurde oder wie auch immer.
Das macht dir vielleicht ein bisschen Angst und deswegen bleibst du lieber in deiner Komfortzone hängen und trauerst dem Alten noch hinterher, obwohl das Neue hier eigentlich da ist, die neue Welt, ja. Und die Möglichkeit ist tatsächlich hier mit der Drei der Kelche, dass du in eine absolut tolle Liebesverbindung kommen kannst. Ja, wir haben hier Liebe, wir haben hier die Liebe, das Liebesgetränk, das Glückseligkeitselixier und das Freudetonic. Ja, also da ist eine Riesenmöglichkeit, da kommt ein Mensch rein, der wirklich, der auch hier mit dem Herrscher, der bodenständig ist, der dir wirklich die Welt zu Füßen legen möchte. Und ja, und du hängst hier noch am Alten und du traust dich nicht. Was auch verständlich ist. Also würde mir auch so gehen als Single, ja. Ich liebe ja mein Single-Dasein. Aber jetzt ist die Zeit, dass du aus deiner Komfortzone rausgehst hier mit dem Sota de Basto, ja. Also, dass du dich traust, dass du ein bisschen abenteuerlustig bist, dass du das Ding annimmst. Der hier reinkommt, das ist, glaube ich, wirklich ein cooler Kerl. Wir legen hier nochmal ein anderes Deck kurz. Will ich nochmal ein bisschen was klären. Beziehungsweise vielleicht kriegen wir noch einen Input. Vielleicht will ja noch eine Karte raus. Nee, das waren jetzt zwei. Wenn die zusammenkleben, das mag ich immer nicht so. Ich will die immer gerne einzeln. Okay. Das waren jetzt auch wieder zwei. Naja, dann soll es jetzt so sein. Dann kann ich es jetzt nicht ändern. Wir haben ja die fünf der Schwerter, den Papst, den Magier und die Welt nochmal. Also, du hängst hier wirklich noch in Ängsten fest. Ja, du bist noch in so einer alten Struktur. Der Papst kann natürlich auch bedeuten, da muss ich jetzt gerade nochmal gucken. Du traust dem Ganzen nicht, obwohl ich hab ja jetzt eigentlich schon auf diesen Menschen hier gelegt, ja. Du traust dem Ganzen nicht. Hier haben wir nochmal die Welt. Hier ist wirklich ein Mensch, der dir die Welt zu Füßen liegt und du glaubst, dieser Mensch spielt vielleicht mit dir hier mit dem Magier, aber er meint es ernst. Er meint es ernst und der Papst ist in dem Fall für mich gar nicht mal so das Glaubensmuster, sondern eher, diese Angebundenheit da ist, weil der Papst, also der Hierophant ist einer, der ist ja an das Universum, an Gott, was auch immer, an die Quelle angebunden und lebt das in die irdische Welt, ja. Und vielleicht, das sagt mir jetzt in dem Fall eher, dass dieser Mensch tatsächlich tiefe Gefühle hat, die er auch in die Welt leben möchte. Aber du traust dem Ganzen nicht hier mit dem Magier, weil der Magier ist natürlich auch ein Juggler. Der Magier kann auch einer sein, der einen veräppelt, ja. Aber er meint es ernst. Und das ist dein innerer Konflikt hier mit der Fünf der Schwerter, ja. Und wir haben hier vier Schwerter, die eben das Fünfte will hier raus. Und das gilt jetzt dein Glaubenssatz, den du diesbezüglich hast, zu ändern und deinen Blick zu weiten. Das sagt mir auch hier das Gericht, ja, aus deiner Glaubensmusterbox tatsächlich rauszugehen. Ich meine, der Papst kann natürlich auch eine Glaubensmusterbox sein. Das kann ich jetzt doppelt lesen. Also hier gilt es wirklich, sich zu öffnen, weil dieser Mensch, der hier auf dich zukommt, der meint es ernst. Das ist kein Halotri, weil der Ritter, der Kelche kann natürlich auch ein kleiner Halotri sein, ja, aber er ist es nicht. Wir haben ja auch noch den Herrscher, ne? Genau, das ist das. Und dann machen wir jetzt noch eine kleine Lenormand-Geschichte hier. Wenn einer raus will, liebe Lenormand-Karten, komm, liebes Ur-Lenormand, gib uns mal noch ein bisschen Input. Was haben wir jetzt?
Wow, wir haben die Blumen, das ist ein Geschenk, das ist das Glück. Wir haben die Schlange und wir haben das Buch. Du traust dem Ganzen noch nicht. Das ist für dich gerade wie, du fühlst dich so, als ob das noch ein, ja, das fühlt sich noch so wie ein Geheimnis an, wie ein Buch, was noch nicht geöffnet ist, ja. Du kannst im Moment aus dieser Situation noch nicht lesen, du kannst noch nicht dir das nicht erklären und das macht dir ein bisschen Angst mit der Schlange, ja. Vielleicht glaubst du auch, dass da noch ein anderer Mensch ist, dass dieser Mensch noch einen anderen Partner hat, kann das natürlich auch bedeuten, aber im Prinzip ist das schön, ist das ein Geschenk und du solltest dieses Geschenk annehmen, weil diese Ängste und dieses, du bist im Moment vielleicht auch vorsichtig, ja, die Schlange ist ja auch die Vorsicht, du hast Angst, dass es problematisch werden könnte, weil du das im Moment noch nicht einordnen kannst, ja, du kannst es noch nicht einordnen, aber es ist ein Geschenk, es ist ein großes, großes Geschenk. So, und dann haben wir hier auch noch die Amor et Psyche Karten. Wollen wir mal gucken, ob die uns auch noch einen Input geben. Okay. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben The Game of Love und wir haben Memories and Re-Embrace. Okay. Das sagt mir ein bisschen, das sind die Erinnerungen und das, ja, das sind eigentlich die Erinnerungen. Das sagt mir zum einen, dass du das Alte loslassen solltest und das ist aber für mich auch, weil sie einfach so schön ist, auch so ein bisschen die Seelenverbindung, ja. Also hier ist auf alle Fälle eine ganz tiefe Verbindung und The Game of Love sagt mir, das Spiel der Liebe, das ist die Nummer 5, ja, das ist, das Deck ist in drei Phasen eingeteilt, das ist die erste Phase, also wenn man sich kennenlernt, nimm das Ganze ein bisschen spielerisch. Nimm es einfach spielerisch, der Bube, der Stäbe ist ja auch spielerisch, der entdeckt die Geschichte und der fällt vielleicht auch mal hin und stolpert mal, aber dann steht er einfach wieder auf und lernt daraus eben, dass da jetzt ein Stein liegt und dann wird er sich das merken, ja, also er lernt aus seinen Erfahrungen und du darfst einfach auch aus deinen Erfahrungen lernen, vielleicht hast du auch Angst aufgrund dem, was da vorbei ist, vielleicht ist es auch gar nicht so gerade erst vorbei, was jetzt vorbei ist, sondern das sind so die alten Erinnerungen, es könnte ja jetzt wieder schief gehen, das kann das natürlich auch sein, ja, hier der Tod. Und du solltest jetzt aber dich öffnen für das Neue, weil der Tod ist ja auch gleichzeitig ein Neuanfang. Und hier haben wir auch einen Neuanfang. Und die Welt ist für mich im Prinzip zwar die Vollendung, aber jetzt in dieser Legung fühlt sich das auch wie ein Neuanfang an. Und ja, und erinnere dich, dass Liebe auch schön sein kann und eine Liebesgeschichte. Und dieser Mensch scheint es ehrlich zu meinen, ja? Okay, das ist die Legung. Spür hinein, ob das deine Legung ist, ja, und wenn ja, dann freue ich mich natürlich, wenn nein, dann leg die Legung weg, es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen, wenn du noch eine Frage hast, wenn du noch eine private Lesung haben möchtest von mir, dann darfst du mich gerne anschreiben, andreawirk.com ist meine Webseite, da ist meine Telefonnummer und da findest du auch meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Threema und du darfst mich über eine von diesen anschreiben. Ich danke dir fürs Mitmachen und ich wünsche dir alles, alles Liebe. Tschüss. So, ihr Lieben, vom dritten Stapel, das ist jetzt das, ich muss es immer ablesen, Naibi di Giovanni Vachetta Totaro von 1893. Das ist ein antikes Deck, was natürlich jetzt nicht original ist, sondern nachproduziert. Und dann fragen wir mal das Naibi di Giovanni Vachetta Tarot, was es dir denn jetzt zu sagen hat, bezüglich deiner Liebesgeschichte, wie es denn jetzt so weitergeht, ja. Und das können dann Möglichkeiten sein, Herausforderungen, auf was du achten darfst, auf was du dich freuen darfst, was du vielleicht noch tun darfst, damit es eben auch so wird, wie es werden soll. Ja, man darf ja manchmal auch noch ein bisschen dran arbeiten. Und genau.
Und du spürst dann bitte genau hinein, ob das deine Legung ist. Und wenn du damit konform gehst oder wenn du in irgendeiner Weise Input rausholen kannst, also es sollte natürlich auf deine Situation passen, dann darfst du natürlich genau hineinspüren und auch ehrlich mit dir sein, logischerweise. Ja, und wenn das eben so ist, dann freu ich mich natürlich. Und wenn nicht, wenn du gar nichts rausnehmen kannst, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann ich auf jeden zutreffen, ja? Okay. Und press nichts rein, überinterpretiere nicht. Wenn es nicht passt auf dich, dann passt es nicht. Das ist dann auch kein Drama. So, was haben wir denn jetzt hier im Jetzt? Wir haben die 7 der Kelche. Die 7 der Kelche haben wir. In der nahen Vergangenheit haben wir die 3 der Schwerter. In deinem Feld haben wir die 10 der Pentakel. Wow. Hier unten ein bisschen versteckt haben wir den Buben der Pentakel. Als Herausforderung die Sonne. Nee, das ist das Gericht, sorry. Die Möglichkeit ist das Ass der Pentakel. Wow, hier möchte was in die irdische Welt gelebt werden, Baby. Oh, und als, was so als nächstes kommt, das Ergebnis ist das Rad des Schicksals. Also es kann eine große Veränderung stattfinden in deiner Liebesgeschichte, wenn du sie zulässt. Wir haben hier noch den Ritter der Stäbe und wir haben die 9 der Stäbe. Hier ist jemand, der auf alle Fälle in deinem Leben kommt oder schon in deinem Leben ist. Und das verwirrt dich gerade total. Du bist im Moment sehr verwirrt, weil du gerade einen großen Schmerz erlebt hast. Ja, weil vielleicht auch, weil du dein Herz nicht sprechen lässt. Also es kann jetzt doppeldeutig sein. Vielleicht hast du in der Vergangenheit dein Herz nicht sprechen lassen und es schmerzt. Ne? Man entscheidet ja manchmal aus dem Verstand heraus, obwohl das Herz was anderes sagt und dann schmerzt das. Und in der Liebe ist das dann oft der Liebeskummer. Und im Moment weißt du gar nicht mehr, wohin, was deine Gefühle, du bist auf der Gefühlsebene ein bisschen durcheinander, ja, mit der 7 der Kelche. In deinem Feld ist aber eigentlich eine positive Karte mit der 10 der Münzen, die aber auch negativ sein kann, wenn man an Dingen festhält. Ja, also sie ist die 10 der Münzen ist, dass man in der irdischen Welt gut dasteht und wohl dasteht. Das muss jetzt nicht immer das Finanzielle sein, das kann eben auch die Liebe sein, ja, dass man wohl dasteht. Und das ist in deinem Feld. Du kannst wohl dastehen, aber im Moment stehst du nicht wohl da, weil du noch an irgendwas Altem festhältst. Vom Kopf her, was dir aber eigentlich nicht gut tut. Und du lässt dein Herz nicht sprechen. Und das verwirrt dich emotional. Du bist emotional gerade ein bisschen verwirrt, ja. Und Ritter der Münzen, der sagt mir, der sagt mir so ein bisschen, es darf jetzt was Neues wachsen und du spürst auch, dass da was entdeckt werden will, aber du bist im Moment noch nicht bereit dazu, weil du verwirrt bist, du bist emotional verwirrt. Und die Herausforderung ist jetzt, aus diesem ganzen Drama, aus dieser Verwirrtheit, aus diesem Schmerz rauszugehen und aufzuwachen, das ist die Herausforderung, dass du vielleicht eben den Verstand dazu verwendest, klar zu werden, ja, und nicht dein Herz damit bombardierst, ja, das ist, also die 3 der Schwerter ist, im Prinzip eigentlich, wenn man sie jetzt aus der alten Zeit herausliest, ist es eigentlich die Möglichkeit, jetzt klar zu werden, aus dem Drama rauszugehen, aus dem Schmerz rauszugehen, was die ganze Zeit durch Kopfkino passiert ist, ja, was die ganze Zeit dadurch passiert ist, dass du unreine Gedanken hattest, die dein Herz nicht haben sprechen lassen. Also unrein meine ich wirklich
Kopfkino, ja, Kopftheater, was so oft immer bei den Menschen ist. Und du darfst jetzt klar werden, du sollst jetzt klar werden, du sollst jetzt dich reinigen, rausgehen aus dem Kopfkino und dein Herz sprechen lassen und auch deinen reinen Verstand nutzen. Das ist die Herausforderung. Und dann wirst du nämlich sehen, was alles da ist. Dann wirst du nicht mehr verwirrt sein, ja? Dann wirst du erkennen, was in deiner Liebesgeschichte da ist. Und da ist einiges da. Da ist zum Beispiel in deinem Feld die Möglichkeit, eine Beziehung zu leben in der irdischen Welt. Und als Möglichkeit ist die Geschichte auch da mit dem Ass der Münzen, ja? Da ist die große, große Möglichkeit, eine glückliche Verbindung in der irdischen Welt zu leben. Vielleicht hast du auch gerade einen Menschen nur energetisch gespürt und das macht dich total kirre. Das kann auch sein. Und du versuchst mit deinem Verstand immer wieder zu sagen, ach, ich spinne ja, das ist ja nicht normal, dass ich den so spüre, obwohl er überhaupt nicht hier ist, so der Mensch, ja. Da habe ich auch immer Anfragen von Menschen, dass die glauben, sie sind verrückt, weil sie den Menschen, den sie spüren, auch den sie lieben, den sie vielleicht aber gar nicht kennen, der vielleicht irgendwie, den sie mal gesehen haben, aber den sie gar nicht wirklich kennen, dass sie den so nah spüren, als ob die schon seit ewig mit denen zusammen sind. Das kann auch so eine Situation sein, ne? Das wäre dann auch klar, dass man dann emotional total verwirrt ist, ja. Und da gilt es jetzt rauszugehen. Da ist eine Riesenchance, diese Verbindung, egal ob es jetzt nur eine energetische ist oder ob du jemanden entdeckt hast, der dich toll, den du toll findest. Vielleicht geht es auch um eine bereits bestehende Beziehung, ja, dass da irgendwie was Verwirrendes passiert ist. Im Feld ist, dass alles gut wird, dass alles gut werden kann. Und die Möglichkeit ist auch da, dass alles gut werden kann und glücklich vor allen Dingen. Und dass eben als das kommt als nächstes diese Veränderung auch eintritt, dass alles gut wird. Aber dazu darfst du eben auch was tun. Jeder ist für sein Schicksal selbst verantwortlich. Jeder dreht sein Rad selbst. Das heißt, du darfst rausgehen aus dem Kopfkino. Hier haben wir nämlich auch noch mal Kopfkino. Das habe ich ja ganz übersehen. Du bist sehr im Kopfkino. Du machst dir viel zu viel Gedanken über deine Liebesgeschichte. Geh raus aus diesem Gedankenkino und hör auf dein Herz. Und nutze deine reinen Gedanken, deine klaren Gedanken, um dein Herz sprechen zu lassen. Und dann kann die Veränderung eintreten. Und dann kann auch dieser Cavallo de Chaval, heißt das hier, Chaval di Bastone, ich kann ja nur Spanisch, da ist das Cavallo, kann dann auch in dein Leben treten, ja. Mal gucken, ob wir hier noch einen Input kriegen. Sorry, Leute, jetzt ist mir das Stativ schon wieder umgefallen. Also heute ist aber auch eine Energie. Heute passieren mir lauter solche Sachen. Also, hier habe ich jetzt auch noch ein antikes Deck. Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt. Und wollen wir mal gucken, was jetzt hier noch. Ob hier noch eine Karte raus will, bitte. Die uns noch mal ein bisschen Aufklärung gibt. Babes, gib mir doch noch mal eine Aufklärung. Bitte, bitte, bitte. Wenn nicht, nehme ich nur das Lenormand, da habe ich jetzt auch kein Problem mit. Hier fliegen die eigentlich immer ganz gut raus. Aber heute nicht. Nehmen wir noch die beiden. Okay. Was haben wir jetzt hier? Oh, jetzt haben wir aber vier. Irgendwie haben sie geklebt. Naja, egal. Wir haben hier den Wagen. Wir haben hier die 10 der Münzen, die haben wir ja hier auch übrigens. Den Magier und die Hohepriesterin. Also hier heißt die anders, aber das ist im Prinzip die Hohepriesterin. Wow, also Baby. Ich habe so das Gefühl, dass du am liebsten aus der ganzen Geschichte abhauen würdest, ja, mit dem Wagen, weil der ist in dem Deck wirklich geil. Und hier geht es auch darum, dass was nicht in Ordnung ist und man wegrennt eigentlich. Und der Magier ist in diesem Deck auch etwas negativ, ja. Da geht es mehr oder darum, dass man, ja, dass er eigentlich einem,
geht so ein bisschen um Falschheit, ja, der macht einem was vor, ne, weil er, ne, ein Magier kann ja auch was, einem was vormachen. Und die Karten sagen mir, du solltest jetzt aber bitte auf deine Intuition hören, Baby. Hör auf deine Intuition, ja, und versuch dich wirklich auch klar zu machen. Hör auf dein Herz und denk nicht darüber nach, dass du vielleicht wieder betrogen werden könntest und renn weg, weil hier ist eine Riesenchance. Wir haben hier zweimal die 10 der Münzen. Ja, das ist ein super Ding. Und wie gesagt, alles das hier, die zwei Karten, das ist dein Kopfkino. Mach dich klar. Es ist ganz wichtig, dass du dich klar machst, wenn dir das jetzt hier wichtig ist, ja. Und dann kann wirklich auch, wieso ist denn das jetzt hier so? Dann kann wirklich auch das Blatt gewendet werden, sag ich mal. Ja, du hast es ja letztendlich immer in der Hand, hatte ich ja vorhin schon gesagt. So, wo habe ich denn jetzt die Lenormand-Karten? Da wollen wir nämlich auch noch mal fragen, ob die uns noch einen kleinen Input geben. Liebe Ur-Lenormand-Karten, ich habe heute lauter uralte Decks. Da haben wir den Hund, haben wir zwei Karten. Nee. Komm schon. Eine noch oder zwei. Okay. Wir haben das Haus, die Sonne und den Hund. Und der Hund, der sagt mir, da geht es um Bedingungsfreiheit, da geht es um Freundschaft und ja, vielleicht ist es sogar auch wirklich eine alte Verbindung. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es kann auch eine energetische Verbindung sein. Vielleicht ist es tatsächlich auch so. Vielleicht spürst du bei einem Freund mehr, ja, also bei einer freundschaftlichen Geschichte mehr und kann es auch sein. Aber es ist auf alle Fälle was Großes, weil der Hund ist für mich ähnlich wie das Herz bei Liebesverbindungen. Wir haben ja auch die 10 der Herzen, ja. Das ist ja letztendlich im Tarot auch die 10 der Kelche. Und hier ist eine große Geschichte. Und du kannst vielleicht wirklich, vielleicht ist es wirklich sowas wie deine Seelenfamilie, ja. Und das darf jetzt ans Tageslicht, das darf gelebt werden und das darf in die Welt gebracht werden, hier auch mit dem Ass der Münzen. Das haben wir hier letztendlich auch, ja. Also, das ist eine große, 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 große Geschichte, Baby. Eine ganz, ganz große Geschichte. Wo habe ich denn jetzt mein, warte mal. Also ich habe heute hier ein Chaos, das gibt es nicht. Also, jetzt habe ich es gefunden. Es lag hinter mir. Also, ich habe, ja, das ist jetzt das Amor Psycho. Da wollen wir jetzt nochmal gucken, ob wir hier auch noch was, einen kleinen Input kriegen. Na komm schon. Eine geht noch, eine. Naja, gut, dann halt zwei. Jetzt lege ich es wieder hinter mir. Naja, vielleicht finden wir es dann. Wow! Das ist jetzt echt krass. Hatten wir nämlich eben schon hier. Wir haben hier Love's Embrace. Wir haben ja aus jeder Kategorie was. Dieses Deck ist in drei verschiedene Abteilungen aufgeteilt. In die Abteilung, wo man sich kennenlernt, in der Abteilung, wo man sich näher kommt und in der Abteilung, wo man im Prinzip schon länger zusammen ist dann, ja. Und wir haben ja aus allen drei Abteilungen sozusagen jetzt eine Karte. Das finde ich sehr spannend, weil hier steht Liebe, die dich umarmt. Und das ist für mich ja auch die bestehende Verbindung. Und das sagt mir hier auch wieder so ein bisschen. Hier ist was Großes, hier ist was Tiefes. Hier ist vielleicht auch was Energetisches, ja. Und du sollst jetzt auch wirklich loslegen und da reinspringen, dich wirklich reinspringen in diese Geschichte und nicht weglaufen. Du möchtest am liebsten weglaufen, weil du Angst hast, es könnte wieder irgendwas schiefgehen. Hör auf deine Intuition. Hör auf dein Herz. Hör auf dein Herz. Wach auf. Geh raus aus diesem Gefühls- und Gedankenchaos. Hier ist eine große Geschichte, ja. Und hier ist Liebe. Hier ist Liebe, die dich umarmen will, ja.
Und geh raus aus deinen Zweifeln und aus deiner, ja, du kannst dich halt nur nicht entscheiden, du weißt noch nicht. Es ist, ich kann dir nur sagen, die Karten sagen, wir haben hier zweimal die 10 der Münzen, es möchte in die irdische Welt gelebt werden. Wir haben hier einmal das Ass der Münzen, ähnliche Aussage. Wir haben hier das Schicksalsrad, was eine positive Veränderung herbeiführen kann, wenn du dich eben traust, wenn du dich traust, wenn du aus deinem Gedanken- und Gefühlschaos rausgehst und wirklich aus deiner Box raussteigst und es annimmst und nicht versuchst wegzurennen und zu denken, du wirst verarscht oder vielleicht sagen die Karten auch, du hast Angst, dass du wieder verarscht wirst und derjenige dann geht oder und dich wieder im Stich lässt, kann das natürlich auch bedeuten. Hier ist eine große Sache am Start, ja. Wir haben ja die Familie, das Haus, wir haben den Hund, der für Treue, Bedingungsfreiheit, tiefe Freundschaft steht. Und wir haben hier die 10 der Kelche im Endeffekt. Und hier haben wir die Sonne, die sagt hier, lass es raus, zeig es und bring es in die Welt. Ja, was haben wir hier? Den König der Herzen. Also hier sind wirklich nur coole Karten. Ja, das ist deine Legung, Baby. Spür hinein, ob du hiermit in irgendeiner Weise konform gehst. Wenn ja, dann ist das wunderbar, dann mach auch was draus. Ja, und wenn nein, dann leg die Legung weg. Es ist eine allgemeine Legung, die kann nicht auf jeden zutreffen. Wenn du noch eine Frage hast, wenn du noch eine private Lesung möchtest, dann darfst du mich gerne anschreiben. AndreaWirk.com ist meine Website, da ist meine Telefonnummer, da findest du meine ganzen Messenger-Apps, WhatsApp, Telegram, Signal und Threema. Und du darfst mich über eine von diesen dann anschreiben. Und ja, und wie gesagt, es kann auch wirklich eine energetische Geschichte sein. Dann trau dich. Und wenn du da unsicher bist, dann darfst du mich natürlich auch anschreiben. Ich habe oft solche Anfragen und ich kann den Menschen dann immer noch ein bisschen Kraft geben und dass sie nicht glauben, sie sind verrückt. Ja, das ist auch immer ganz wichtig, dass du damit nicht alleine bist, sondern dass es wirklich viele Menschen gibt, die eine energetische Verbindung spüren und glauben, sie sind verrückt, weil derjenige dann in der irdischen Welt vielleicht anders agiert. Ja, das darf man lernen, zu verstehen, ja. Und sich dann entscheiden, letztendlich mit der Entscheidungskarte, die hier ja letztendlich auch lag, will ich das überhaupt? Kann ich das überhaupt? Wenn es jetzt was Energetisches ist, ja. Das wollte ich jetzt am Ende nochmal sagen. Okay. Ich wünsche euch und dir alles Liebe. Tschüss.